wie dankbar lang, wo du wirklich hier weg warst. Der fängt genauso an, wie er aufgehört hat. Sehr schön. Ja, neue Folge, Diablo. Neues Glück. Und Tyrael quatscht mit uns. Heute ist ein guter Tag. Tatsächlich. Wie viel Schaden macht jetzt der Nick? Ja, er macht viel zu viel Schaden. Nick macht jetzt dreimal so viel Schaden wie alle anderen. Wie viel Leben habe ich jetzt? Ja, über 30.000. Das ist so toll. Okay, wollen wir jetzt Wetten abschließen, bei welchen Werten wir angekommen sind, wenn das Spiel endet? 400.000 bei allem. Auf zum nächsten Akt. Wir haben uns vorgenommen, dass wir Akt 3 noch sehen wollen. Das haben wir dann jetzt hiermit geschafft. Ja. Können wir an dieser Stelle die Folge nach 41 Sekunden... Nein, noch 20 Sekunden müssen wir warten. Noch haben wir nicht gesehen. Ja. Aber wenn ich jetzt hier raufdrücke, dauert es noch länger, ne? Ja. 4.700. Oh ist Mann. Gut, ne? Ja, Nick wurde jetzt zu Recht gerade von Norbert geschlagen. Das nennt er Schlagen? Ja, er hat dich getätschelt. Das muss reichen. Wie Walter White in Breaking Bad gesagt hat, du hast nur einen Schlag. Also überlegst du gut. Ich habe jetzt übrigens mit Breaking Bad angefangen. Also ein dritter Anlauf und jetzt hat es mir endlich gefallen. Okay. Also soll ich jetzt das Ende jetzt doch spoilern? Ich kenne das Ende ja schon. Also warum kennst du denn das Ende schon? Nein, natürlich kenne ich das. Wie bei Büchern oder was? Immer das letzte Seite zuerst. Ich schaue genau. Ich habe die Serien immer von hinten auch im Rewind-Modus. Sehr schön. Guck mal, wie schön Achievements. Ah ja, das gucken wir uns jetzt aber an. Die Rennersequenzen sehen immer noch fantastisch aus. Ja, wenn du die von Diablo 1 und 2 siehst, sind ja auch noch fantastisch aus. Nur nicht so hoch aufgelöst. Ja. Ich weiß noch, bevor Diablo 3 rausgekommen ist, wie die Leute auf diese Sequenzen abgegangen sind. Ja. Also was eben schon veröffentlicht. Ja, die Trailer-Sequenzen, das waren ja die zum Teil. Wie die Lea mal wieder ein bisschen schreibt. Zu doof, um Tinte zu benutzen. Immer die einzelnen Poren. Ja. Wie ihr Spiegelbild in dem. Sieht schon gut aus. Ein Fleischberg. Ist der Typ Asmodan, ne? Ja. Der Fette. Aber dem hat es Spaß gemacht, kaputt zu machen, der hat verdient. Ach, gegen den kämpfen wir auch noch? Ich werde damit auch kein Problem sein. Nee, glaube ich auch. Spoiler-Alarm, wir werden ihn sehr schnell. Das sieht richtig realistisch aus mit dem Hirn. I know the Black Soul Stone is the key, and it shall be mine. Soon my body shall pour forth from the shattered mountain, ravaging this world and all our resistance. Gerade mit dem Vulkan. My minions will find the stone. Wherever you choose to hide it. Asmodan shall reign as the prime evil. Hinter dir! Vorsicht! Lea, dreh dich um! Gerettet! Lea, are you alright? Speak to me, child. Arian, the Tiamat invasion will come from Arian. No! Da müssen wir wohl dahin. Ja, ich denke auch. Akt 3 führt uns dann wohl nach Ariad. Schön. Was ist da wohl erwartet? Akt 3, wer hätte das gedacht? Können wir nicht gleich aus den beiden letzten Strichen so ein V machen? Ja. Schon mal? Dann wären wir schon in Akt 4. Wären wir schon bei In der deutschen Version stand da auch Act 3 oder stand da Akt 3? Bei der gerenderten Szene. Ich glaube Akt 3. Ich glaube, die haben das umgemodelt.
In meiner Erinnerung war das ein deutsches Wort. Ja, genau. Okay, ich dachte hier teilweise, die Namen wären auch auf Deutsch gewesen. Ja gut, das ist ja voll einfach zu machen. Das ist ja hier nur besseres After Effects Schrammel, was sie da machen. I will not let that mighty fortress fall. Und wir werden dabei helfen, die mächtige Festung zu verteidigen. Ja, sehr schön. Ich vermisse ein bisschen die deutsche Stimme von Clive Owen bei Tyrael. Ja, die hat er ja im Deutschen. Er spricht auch Deutsch? Ja. Aber man ändert ja sein Aussehen ja wirklich. Ja, minütlich, ne? Weil wir finden auch echt viel Zeug. Ja. Also, nächstes Ziel, Asmodan in den schwarzen Seelenstein einsperren. Klingt gut. Und auch Orlea macht hier... Aber hier drinnen wurde nie gekämpft, oder? Das habe ich nicht verstanden. Nee, doch, ich glaube schon. Doch, ich glaube, da kommt mal einmal so ein Angriff, den man abwehren muss. Ja, komm, halt die Klappe, wir weiter. Also Adria und Lea machen hier... Guck mal, hier rennen durch den Strahl, nichts passiert. Das ist wie Röntgenstrahlen. Ja, da passiert auch nichts. Egal, wie oft man sich drunter legt. Alles gut. So. So, hier ist das Lager. Hier sind unsere Begleiter. Hier steht auch irgendwo der Edelsteinhändler hinten links in der Ecke. In den ja, das brauchen wir jetzt aber nicht. Wollen wir das noch hier aktivieren? Ja, machen wir drüber. Geht nicht. So. Schade. Wir müssen, glaube ich, mit dem Chef hier reden irgendwie, ne? Wo ist denn der? Da hinten, genau. War doch irgendwie der Leiter der Festung hier, irgendwie der Kommandant. Ja. Oder so. Ah, der war draußen auf dem Kampfen. Oh, guck mal, Asmodan zeigt seine hässliche Fratze. Seine adipöse Fratze. War der hier? Wirklich? Ja. Ja. Aber da haben wir gerade gar nicht alles kaputt gemacht. Signal Beacons. Oh, man merkt aber direkt, der Schwierigkeitsgrad ist nicht deutlich nicht weiter oben. Look out! Batman, look out! Nein. Oh, guck mal, die brauchen aber sogar mal 2 Sekunden zu sterben. Ich meine, dann sind sie auch tot, aber... Egal. So. Wollen wir noch hochgehen? Ja. Welches ist denn eigentlich euer Lieblingsakt von den vier? Der dann da wo ist, wo, was wir jetzt noch nicht sagen? Nee, ich meine den dritten. Also der hier. Den vierten habe ich ja noch. Nee, den vierten, das ist ja der. Ach stimmt, der im Pimmel. Nee, ich finde das nicht. Der fünfte ist der neue. Ich fand den dritten ja eigentlich am interessantesten. Ja? Weil. Ja, ich finde den dritten nämlich eigentlich auch ganz gut. Ja. Ich habe hinten die Höllenwelt, die so ein bisschen genervt haben. Das stimmt. Weil man so ewig lang da runterläuft. Das stimmt, diese obere Welt gefällt mir im dritten Akt. Diese Keller, ne? Genau. Auch. Und dann das ist halt echt langatmig. Die Keller und dann noch aber die Höllenwelt. Aber es ist alles ein bisschen was von Alten und von Neuen, ne? Ja. Kannst du das Ganze so rum kaputt machen? Ja, klar. Ja, da geht es natürlich gleich weiter. Auch diesen, was ich richtig cool fand, war, da gab es auch hier diesen Fahrstuhl, der irgendwie hochgezogen, da musste man verteidigen, ja. Es war mal auch diese Nidus-Würmer. Ja. Ich nenne die mal Nidus-Würmer, weil nun mal StarCraft und so. Da hat sich Blizzard bei sich selbst bedient. Sehr nett. Was ja in Ordnung ist? Was in Ordnung ist, ja. Das ist ja dann ein Zitat und nicht geklaut. Ein Hommage. Ein Oma-Arsch. Mach sie ruhig alle tot, ich warte hier. Ja. Nehmen wir die Erfahrungspunkte. Ist okay. Lalala. Hab dich bald eingeholt, Nick. Also jeder Akt fand ich, ist eigentlich einigermaßen gelungen. Hatte all deine Vor- und Nachteile, ne? Also es gab jetzt nicht die total beschissenen. Stimmt. Genau. Ich finde den Himmelsakt ganz angenehm, weil man will dann ja eigentlich sowieso nur noch zum Ende kommen. Ja. Und der ist ja ein bisschen kürzer als die anderen. Warte mal hier unten. Dann geht's weiter. Ja.
Deswegen finde ich den. Ich finde es auch ganz okay, dass der ein bisschen kürzer ist am Ende. Ja. Der vierte. Und jetzt muss man mal schauen, was der fünfte taugt. Der soll ja angeblich, war ja so in den Tests, der bisher beste, gelungenste, rundeste Akt sein. Okay. Müssen wir mal schauen, auch der optisch interessanteste. Wenn sie dafür auch nochmal ein ganzes Jahr Zeit investiert haben. Ja, es spielt ja, in so einer Gothic-Stadt irgendwie, das soll ganz cool sein. Aber ihr habt es auch noch nicht gespielt. Nee, oder? Nee, ist jetzt hier, wir sind hier ganz frisch mit dir unterwegs. Wir haben keine Ahnung, was da abgeht. Ich weiß halt nur, dass wir da gegen den Sensenmann kämpfen, aber das steht auch schon auf der Packung. Also. Das ging auch schnell dauern, wa? Ja. Nichts hat mehr eine Chance gegen unsere Ich habe gerade gesehen, ich hatte gerade ordentlich Schaden gehabt. Hm? Ich hatte gerade ordentlich Schaden gehabt. Also meine Lebensleiste war nur noch so beim Dritte gewesen. Oh, Nick, da musst du aufpassen. Nicht, dass du uns noch wegstirbst. Was machen wir denn dann ohne dich? Oh ja, warte kurz, ich bin... Ich weiß gar nicht mehr, wie war das, wenn ich jetzt sterbe, konnte man nicht wiederbeleben, oder? Ich hab keine Ahnung. Ist uns das schon mal passiert? Anfang nochmal konnte... Norbert, sag doch mal, du bist doch schon mal gestorben. Auf einfach. Oh, da renne ich jetzt einmal durch. Lass mich durch, Und es passiert überhaupt nichts. Ja. Oh. So, Signalfeuer. Zwei noch. Auch schon eine geile Festung, ne? Ist eine große Festung. Ordentlich. Muss man auch erstmal bauen, sowas, ne? Kostet ja auch alles. Und der Unterhalt. Durfte man eigentlich hier drin, durfte man nicht mehr. Guck mal, boah. Mein Was? Leben gerade. Du stirbst gerade, Robert. Pass auf. Huf. Das war fast wie schon. Wie mache ich denn eigentlich nochmal L1? Da hätte ich L1, ja. Können. Hm. Wie mache ich denn nochmal L1? Das ist nicht so schwierig. Die guten alten Heiltränke. Also da kann man sogar mal ein bisschen Leben verlieren hier. Also, ich hab gar nicht gedacht, dass das noch geht. Ich habe auch nicht gerade wenig Leben, ne? Nee, du hast 30.000. Du hast jetzt gerade 25.000 Leben verloren. Das ist auch schon was wert. Das Spiel wird ja nochmal richtig anspruchsvoll. Wow! Ja. Ah. Runterrollen, Treppe runterrollen, das ist völlig ungefährlich. Weil du metzelst ja dich eigentlich an, oder? Ja. Okay. Immer so die Treppen. Aber ich denke eine Schwierigkeitsstufe höher wird schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja, ich denke, jetzt haben wir ja so ein bisschen, weil geht ja eigentlich einigermaßen. Jetzt, dann muss man, denke ich mal, auch mal hin und wieder auf seinen Lebensenergie gucken. An einigen Stellen. Muss man ja jetzt hier überhaupt nicht. Das war jetzt eben das erste Mal seit Stunden gefühlt. Ja. Ich wette, das ist auch ganz schnell wieder vorbei. Finden wir nochmal eine Rüstung, hat Norbert 40.000 Leben, dann ist ihm das auch alles egal. Ja. Das ist auch cool gemacht. Mitgenommen. Ja, dass immer die Leute da mitnehmen. Gesundheit! Nochmal Gesundheit. Danke. Dafür mag ich meine Mitstreiter hier, weil sie einfach darauf achten, was da jemand liest und sie wünschen einem Gesundheit. Ja, Höflichkeit. Das gibt ja ganz wenige Leute. Höflichkeit, du Hugo. Ja. So. Ja, gerade im Internet ist der Umgangston ja auch gerne mal rauer, ne? Aber ich würde gerne nochmal hoch, ja. Okay, wir machen wir es mir alles. Machen wir erstmal alles kaputt. Kommt. Jetzt, wo ich auch Level 38 bin, auf dem gleichen Level wie Nick, ich hab's endlich geschafft. Ja, du musst ein ganzes Stück mehr Erfahrung sammeln als ich, ne? Ja. So wie irgendwelche Gegenstände. Ich geh da mal kurz zurück, ja? Ja. Roll, mein Chiropraktiker freut sich. In der Tat mache ich auch nicht mal solche Vorsprünge in der Experience. Ja. Am Anfang. Ja. Oh. Hey, warum ist die jetzt aufgeklappt? Einfach so. Weil sie es kann. Da ist ein Würmchen. Warm. Wachteln ist tot. Kann es sein, dass hier vielleicht irgendwie so eine Nebenhöhle dann aufgeht? Ja, manchmal. Dass diese, genau, dass das halt zufallsbasiert bei jedem vierten Durchlauf ist oder so. Deswegen war die jetzt zugemauert, was ganz schön dämlich ist. Die Animation ist halt immer da, dass sie so auf explodiert. So. Erfahrung. Ganz viel Erfahrung. Warum stehen da so viele Soldaten? Haben wir die gerade gerettet? Trottel. Noch gar nichts. Wozu brauchen die überhaupt Soldaten? Wir sind doch da. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Alle nach Hause gehen. Ja. Das ist das letzte Signal da. Mach einmal. Burn, baby, burn.
Ich habe eine weiße Axt gefunden, die in allem so unfassbar schlecht ist. Ja, was erwartest du? Ist das eine weiße Axt? Ja. Ich erwarte mir mittlerweile. Level 39! Schön! Seid ihr wirklich sehr nah beieinander. Nah waren wir lange nicht mehr alle so. Ja. So, gut, wo geht's jetzt weiter? Dann da hinten, glaube ich. In the Sky Crown Battle. Ach, da hinten. Ja. Sag ich doch da hinten. Das meintest du also mit da hinten? Ja. Asmodan dann redet. Ja. Toll. So eine Abneigung gegen ihn. Ich weiß gar nicht warum. Ja, weil ich nicht wegklicken kann. Das ist der Hauptgrund. Ja, ach nee. Ja. Man nennt es auch Hologramm. Zauberhologramm. Kommt gleich nach Laser. Laser. So, wollen wir vielleicht mal hier nochmal zurück und ein bisschen und so, ne? Und Folge? Okay, ja. Vor allen Dingen Folge mal. Folge, machen wir mal Folge. Ja, weil dann. Lass uns mal Folge machen. Ne? Also, bis zum nächsten zur nächsten Mal. Folge. Folgt uns bis zur nächsten Folge. So ist es.